Während 1815 in Europa der Ausnahmezustand herrschte, führten vier junge Deutsche ein Experiment durch, das das Leben aller Menschen verändern sollte. Einer von ihnen war Apothekergehilfe. Er hatte ein Pulver hergestellt, das er nun sorgfältig abmaß. Er wollte herausfinden, welche Wirkung die Substanz auf den Körper hat. Er löste sie in Alkohol und verdünnte die Lösung weiter mit Wasser. Das Pulver war neu und bisher nur an Hunden getestet worden. Sie wussten nicht, was passieren würde. Nicht viel, also wiederholten sie es. Prost! Diesmal bekamen sie starke Kopfschmerzen und Übelkeit. Sie beschlossen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Sie nahmen das Pulver direkt auf die Zunge und spülten es mit noch mehr Alkohol hinunter. Der Verantwortliche war Friedrich Sertürner. Halb bewusstlos und mit schrecklichen Schmerzen fiel er zu Boden. Seine Finger zuckten bei jedem Herzschlag. Irgendwie schaffte er es, zu einer Flasche Essig zu gelangen. Er nahm ein paar Schlucke und flößte den Rest seinen bewusstlosen Kollegen ein, die sich daraufhin heftig erbrachen. Sertürner rettete ihnen das Leben, indem er sie dazu brachte, sich zu übergeben. Aber in den folgenden Tagen fühlten sie sich weiterhin krank. Kopfschmerzen, Übelkeit und Verstopfung. Die typischen Symptome einer Opiumvergiftung. Sertürner war begeistert. Er war der Erste, der den Wirkstoff von Opium extrahiert hat. Das weiße Pulver nannte er Morphium. Damit legte er den Grundstein für ein neues Forschungsfeld mit all seinen guten und schlechten Seiten. Die Geschichte der modernen Medizin ist voller fantastischer Entdeckungen wie die von Sertürner, die uns noch heute helfen, mit schrecklichen Krankheiten fertig zu werden. Dort lagert ein Monster von biblischen Ausmaßen, das Pockenvirus. Und mit den Qualen des sterblichen Lebens. An dem Rohopium würde ich gern lecken. Es geht um die Entdeckung tödlicher Substanzen. Das stärkste bekannte Gift. Und beliebte Genussmittel. Meine Lieblingsdroge. Die letzten zwei Jahrhunderte der Medizingeschichte erzählen von Gier, Glück und Genie. Blimey, wow. This is such an... Mal sehen, ob ich mich überwinden kann. Natural thing to do. I'm not sure I'm going to be able to do it. Let's see. Es ist schrecklich, sich mit einer Kanüle die eigene Hand zu durchstechen. Mal sehen, ob sie auf der anderen Seite herausguckt. Ein lokales Betäubungsmittel hat meine Hand schmerzunempfindlich gemacht. Dass ich das tun kann, verdanke ich der modernen Medizin. Vor 200 Jahren gab es praktisch nur ein paar Heilkräuter. Beim Ziehen von Zähnen oder einer Beinamputation erlitt man schreckliche Schmerzen. Schmerzen waren unausweichlich. Kein Wunder, dass die Schmerzlinderung ein wichtiges Ziel der Medizin war. Jahrhundertelang war Opium die einzige Substanz, die zuverlässig Schmerz beseitigte. Sie besteht aus dem oxidierten Milchsaft von Schlafmohn. Es ist eine der ältesten Drogen und hat ein hohes Suchtpotenzial. Noch heute ist Opium ein Rohstoff der Pharmaindustrie.
Opium war schon immer beliebt. Die Wirkung ist sehr offensichtlich und setzt schnell ein. Es wurde auch Freudenpflanze genannt. Anfang des 19. Jahrhunderts war Opium in Europa sehr verbreitet. Es wurde häufig in Alkohol gelöst eingenommen als Laudanum. Das Rohmaterial war allerdings teuer und schlecht berechenbar. Deshalb fragte man sich, welcher Wirkstoff Opium seine scheinbar magischen Eigenschaften gibt. Mit 20 Jahren führte der Apothekergehilfe Friedrich Sertürner in Paderborn seinen Selbstversuch mit dem neu gewonnenen Morphium durch, was ihm beinahe das Leben kostete. Aber seine Forschung legte den Grundstein für die heutigen Schmerzmittel und die moderne Medizin. Sertürner forschte 2 Jahre, bis er Morphium aus Opium gewann. Ich hoffe, ich schaffe das etwas schneller. Aber weil Opium dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt, muss ich dafür in ein Labor mit Sondergenehmigung. Sertürner verwendete Rohopium, den Milchsaft von Schlafmohn. Das ist ein großer Block. Riecht leicht nach Hefe. Machen wir Morphium. Zunächst löste Sertürner das Opium im Standardlösungsmittel Alkohol. Der Alkohol beginnt bereits, die Chemikalien zu lösen. Die Opiumtinktur nannte man Laudanum. Das gab man sogar Babys zur Beruhigung. Die Alchemisten gingen davon aus, dass aktive Prinzipien mit Substanzen verbunden sind und ihnen ihre Wirkung geben. Da drängte sich die Fragestellung auf, was übrig bleibt, wenn man den Alkohol wieder entfernt. Bleibt das wirkende Prinzip übrig? Zunächst extrahierte Sertürner eine Säure. Er gab sie Hunden, aber nichts passierte. Aber er gab nicht auf, sondern tat etwas, was bis dahin noch niemand versucht hatte. Damals ging man davon aus, dass die wirksamen Stoffe in Pflanzen Säuren sind. Aber Sertürner wollte herausfinden, ob er aus Opium das Gegenteil einer Säure extrahieren kann, nämlich eine Lauge. Mir steht eine moderne Ausrüstung zur Verfügung. Aber damals hat jeder Schritt Wochen gedauert und er hatte keine klare Vorstellung, was er tat. Anfang des 19. Jahrhunderts fällte Sertürner diesen Niederschlag aus. Aus dieser unscheinbaren Substanz extrahierte Sertürner ein weißes Pulver. Als er es einem Hund gab, wurde dieser müde, begann zu zittern und starb. Sertürner war begeistert. Er veröffentlichte seine Entdeckung und wartete auf den Beifall. Aber niemand interessierte sich für die Forschung des jungen Mannes, die er in seiner Kammer durchführte. Erst 10 Jahre später, als Sertürner mit seinen 3 Assistenten das Morphium selbst einnahm, erhielt seine Entdeckung endlich die Aufmerksamkeit seiner Fachkollegen. Gay Lussac war ein Kenner der Chemie in Paris und der größte Chemiker seiner Zeit. Er ließ die Forschungsergebnisse von Sertürner ins Französische übersetzen. So ging die Entdeckung um die Welt. Und alle erfuhren von der wichtigen chemischen Isolierung. Indem Sertürner den Stoff aus dem Opium extrahierte, läutete er ein neues Zeitalter der Forschung ein. Er hatte gezeigt, dass der Wirkstoff von Heilkräutern extrahiert, gemessen und dosiert werden kann. Außerdem hatte er eine Reihe von zuvor wenig beachteten pflanzlichen Stoffen entdeckt.
Es wurden unsere ersten modernen Medikamente. Die neuen pflanzlichen Chemikalien nannte man Alkaloide. Außerdem gab man ihnen die Endung in. Das weiße Pulver von Sertürner benannte man also vom Morphium in Morphin um. Die Isolierung von Morphin war die bedeutendste Entdeckung der Medizingeschichte. Sehr viel wichtiger als die Entdeckung von Penicillin im Hinblick auf den wissenschaftlichen Fortschritt. Früher waren Opiate die einzig wirksamen Schmerzmittel. Trotzdem lehnte man es ab, sie bei Operationen einzusetzen. Schmerz wurde als wichtiger Bestandteil von Operationen angesehen. Chirurgen machten sich zwar über die möglicherweise tödlichen Auswirkungen von Schmerzen bei Operationen Gedanken, aber Schmerz wurde als ein fester und notwendiger Bestandteil angesehen. Die Zeit der unvorstellbar grausamen Operationen wurde durch die zufällige Entdeckung eines Zahnarztes beendet. Aber der Durchbruch ließ lange auf sich warten. Im 18. Jahrhundert experimentierten Chemiker mit allem, was sie in die Finger bekamen. Sie waren besonders daran interessiert, Gase herzustellen. Eins dieser Gase entsteht durch die Erhitzung von Ammoniumnitrat. Das Gas galt als hochgiftig. Es überrascht also, dass ein junger Chemiker namens Humphry Davy es nicht nur herstellte, sondern auch inhalierte. Es fällt schwer, sich in die Chemiker des 18. und 19. Jahrhunderts hineinzuversetzen. Damals gab es viele Selbstversuche. Man inhalierte Gase und eine Zeit lang wurden sie als potenzielle Wundermittel angesehen, als Lösung für große medizinische Probleme. Um ihre Wirkung kennenzulernen, testete man sie an sich selbst. Der junge Humphry Davy wollte sich unbedingt einen Namen machen. Vermutlich experimentierte er deshalb mit einem neuen, potenziell tödlichen Gas, was sehr leichtsinnig von ihm war. Ich mache es unter streng kontrollierten Bedingungen. Ich spüre es. Danach schrieb er in sein Notizbuch, dass er sich schläfrig fühlte. Aber ein paar Züge später war ihm danach zu tanzen. Ich fühle mich jetzt schon ein wenig schwindelig. Jetzt verstehe ich, warum es Lachgas heißt. Er schrieb noch etwas anderes auf, aber das habe ich total vergessen. Er notierte später, das Gas habe einen schmerzlindernden Effekt. Da ist was dran. Davy veröffentlichte seine Entdeckung, dass Lachgas Schmerz lindert, und spekulierte sogar über die Einsatzmöglichkeiten bei Operationen. Tragischerweise unternahm er sonst nichts. Man operierte Patienten weiter bei vollem Bewusstsein und Lachgas blieb eine Freizeitdroge für Partys. Der junge US-amerikanische Zahnarzt Horace Wells wurde auf die schmerzlindernde Wirkung des Lachgases aufmerksam. Er vermutete, dass man damit die schrecklichen Schmerzen beim Zahnziehen oder bei Operationen mildern könnte. Zunächst testete er seine Theorie an sich selbst und dann an seinen Patienten. Er hatte tatsächlich eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Der Weg für schmerzfreie Operationen war geebnet. Also wandte er sich an die Harvard Medical School in Boston, um den dortigen Chirurgen zu berichten, was er entdeckt hatte. Sein Partner William Morton studierte zu der Zeit dort und begleitete ihn.
In einer kalten Nacht im Winter 1845 erschienen Wells und Morton vor dem versammelten Auditorium von Ärzten und Medizinstudenten. Einer der Studenten hatte Zahnprobleme. Ihm wurde eine Portion Lachgas verabreicht und dann versuchte Wells, den schmerzenden Zahn mit einer Zange zu ziehen. Es ist unklar, was genau als nächstes passiert ist. Der Student gab einen Laut von sich, der als Schmerzensausruf interpretiert wurde, und bald schrien alle Humbug! Das war eine schlimme Beleidigung. Und Morton und Wells zogen niedergeschlagen davon. Niemand konnte sich die Existenz von Betäubungsmitteln vorstellen. Vermutlich ist deshalb die Lachgasdemonstration gescheitert. Allein der Gedanke, dass man Schmerzen ausschalten könnte, erschien den Menschen so unwahrscheinlich, dass sie nur zu diesem Schluss kommen konnten. Wells war am Boden zerstört und beging später Selbstmord. Aber Morton sah das kommerzielle Potenzial der Entdeckung. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf eine andere Chemikalie, die auf Studentenpartys großen Anklang fand. Mischt man Alkohol und Schwefelsäure, erhält man eine flüchtige Substanz, die man Vitriolöl nannte. Es entfaltet seine berauschende Wirkung beim Inhalieren. Das ist starker Tobak. Die flüchtige Substanz heißt Ether. Ether war für Abstinenzler eine beliebte Alternative zu Alkohol. Manchmal wurde er als Schmerzmittel eingesetzt. Dieser schmerzlindernde Effekt interessierte Morton besonders. Morton betäubte seinen Mund mit ein paar Tropfen Ether. Nachdem er dann seinen Hund betäubt hatte, blieb nur noch zu beweisen, dass es sicher und wirksam war, die Substanz einem Menschen zu verabreichen. Weil er keinen Freiwilligen hatte, entschied sich Morton zu einem Selbstversuch. Er gab Ether auf ein Taschentuch. Er sah auf die Uhr und legte sich das Tuch aufs Gesicht. Ein paar Minuten später wachte er auf, aber er war gelähmt und hatte Angst, so zu sterben. Außerdem befürchtete er, ausgelacht zu werden. Aber das geschah nicht und er erholte sich vollständig. Danach wollte er das Experiment unbedingt an jemand anderem ausprobieren. Nach erfolgreichen Tests an nichtsahnenden Patienten kehrte Morton nach Harvard zurück. Er sollte eine zweite Chance bekommen, die Existenz eines Schmerzmittels zu demonstrieren, im Operationssaal des Massachusetts General Hospital. Als Datum wurde der 16. Oktober 1846 festgelegt. Ihm blieben nur 16 Tage. An diesem Tag war dieser Saal bis zum Bersten gefüllt. Viele erwarteten und manche hofften, dass der Zahnarzt wieder versagen würde. Ein renommierter und skeptischer Chirurgieprofessor sollte die Operation durchführen. Zur verabredeten Zeit war Morton nicht da, also bereitete der Chirurg die Operation vor. Sein Patient hatte einen großen Tumor am Hals. Er wurde fixiert, weil er ja wach sein und die ganze Zeit schreien würde. Aber bevor der Chirurg das Skalpell ansetzte, kam Morton hereingestürmt. In der Nacht zuvor hatte er einen Ether-Inhalator gebaut, ohne ihn noch testen zu können. Er muss also ähnlich aufgeregt gewesen sein wie der Patient, denn er hatte keine Ahnung, ob er funktionieren würde. Er hatte ein kompliziertes und unerprobtes System aus Ventilen in Form von Lederlappen eingebaut, das die richtige Dosierung ermöglichen sollte. Er gab Ether in den Inhalator und überreichte ihn dem Patienten. Seine Zukunft hing vom Erfolg dieses Tests ab. Eine weitere Chance würde er nicht bekommen.
Als der Patient angab, sich benommen zu fühlen, nahm Morton den Inhalator an sich und sagte, der Patient ist bereit. Your patient is ready. Der Arzt setzte das Skalpell an und machte einen Schnitt. Der Patient gab keinen Laut von sich. Die Operation war langwierig und kompliziert, aber erfolgreich. Danach sagte der Patient, dass er nicht mehr als ein Kratzen gespürt hätte. Das war ein großer Moment, eine schmerzfreie Operation. Anschließend wandte sich der Chirurg ans Auditorium und sagte, das ist kein Humbug. This is no humbug. Ein Arzt und Schriftsteller schrieb Morton, dass jeder die großartige Neuigkeit verbreiten wolle, aber man einen Namen für die Entdeckung brauche. Er schlug deshalb Anästhesie vor. Die ganze Welt würde zeitlebens darüber sprechen, was gerade geschehen war. Die Nachricht verbreitete sich in 6 Monaten auf der ganzen Welt. Weil die Kommunikation damals viel langsamer ablief, ist das ein Zeichen für großes Interesse. Schmerz wurde anschließend nicht mehr als selbstverständlich hingenommen. Nachdem man erkannt hatte, dass sich Schmerzen blockieren lassen, sah man sie nicht länger als notwendigen und alltäglichen Teil des Lebens an. 50 Jahre nach der Isolation von Morphin hat eine Vielzahl wissenschaftlicher Entdeckungen die alten und wenig zuverlässigen Methoden durch neue Erkenntnisse ersetzt. Die Forscher machten sich also auf die Suche nach weiteren Schmerzmitteln, zum Teil auch in bis dahin wenig beachteten Substanzen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die geheimnisvolle Welt der Kräuter und Tinkturen durch weiße Pulver ersetzt. Und dank einer weiteren Erfindung wurden diese dann ebenfalls überflüssig. Der Grund? Tabletten. Schmerzmittel wurden von nun an in Massen produziert und sind inzwischen alltäglich. Und man erfand eine besonders süchtig machende Substanz. Alles begann mit Steinkohlenteer. Steinkohlenteer war ein Abfallprodukt der Kohlegasindustrie und man versuchte, einen gewinnbringenden Nutzen für die Substanz zu finden. Im Steinkohlenteer waren viele chemische Grundstoffe enthalten. Gleichzeitig machte die Chemie große Fortschritte. Die Grundelemente waren bekannt. Plötzlich war man in der Lage, natürlich vorkommende Stoffe zu kopieren oder zumindest etwas Vergleichbares herzustellen. Das war ein echter Durchbruch für die Chemie. Dieser Durchbruch setzte sich fort, wie er begonnen hatte, mit einer Reihe von Zufällen. Bei dem Versuch, das Malaria-Medikament Chinin aus Steinkohlenteer zu synthetisieren, wurde 1845 der erste künstliche Farbstoff Movein entdeckt und erfolgreich vermarktet. Aber um das pharmazeutische Potenzial von Steinkohlenteer zu erschließen, bedurfte es eines weiteren Zufalls. Der Bedarf an Kopfschmerzmitteln war groß. Und wer einen besseren Wirkstoff entdeckte, konnte viel Geld damit verdienen. In der Farbenfabrik Bayer arbeitete der junge Karl Duisberg. Er versuchte sich daran. Im Keller von Bayer lagerten Steinkohlenteerchemikalien wie Acetanilid. Duisberg probierte daraus, Medikamente zu gewinnen. Seine erste erfolgreiche Entdeckung nannte er Phenacetin. Heute weiß man, dass es wie Acetanilid im Körper zu Paracetamol umgewandelt wird. Das Geschäft von Bayer florierte.
Die Chemiker interessierten sich außerdem für Salicylsäure. Weil man sie aus Steinkohlenteer gewann, dachte man, es sei ein Antiseptikum. Man rieb es auf die Haut und nahm es ein. Leider half es nicht, wie erhofft, gegen Typhus. Aber es wirkte fiebersenkend und man fühlte sich besser. Salicylsäure wirkt, aber sie ist magenunverträglich. Heute entfernen wir damit Warzen. In Bayers neuer Pharmaabteilung suchte der Chemiker Arthur Eichengrün nach einer Methode, die Verträglichkeit der Substanz zu erhöhen. Eichengrün schlug eine einfache Modifikation vor, die schließlich zu zwei sehr bekannten Wirkstoffen führte. Eins ist das meistverkaufte Schmerzmittel, das andere eine berüchtigte Droge. Alles begann damit, dass sich ein junger Chemiker in Eichengrüns Team daran machte, Salicylsäure zu modifizieren. Er verfolgte den Ansatz, den Eichengrün vorgeschlagen hatte, und heraus kam Acetylsalicylsäure. Wie vorhergesagt, nahm die Magenunverträglichkeit stark ab und Eichengrün nannte das Medikament schließlich Aspirin. Mit einfachen chemischen Modifikationen konnte man offensichtlich bessere Medikamente herstellen. Ein Chemiker von Bayer führte dieselbe Reaktion mit Morphin durch, um herauszufinden, was passiert. Das Ergebnis war eine Substanz mit dem Namen Diamorphin, heute besser bekannt als Heroin. Thank you very much. Sowohl Aspirin als auch Heroin wurden dem Cheftester Heinrich Dreser präsentiert. Eins der Mittel lehnte er ab, weil es ihm zu gefährlich erschien. Paradoxerweise war es Aspirin, weil er es für herzschädigend hielt. Aber Heroin gefiel ihm. Er nannte es so, weil er es heroisch fand. Mit diesem wohlklingenden Namen vertrieb Bayer Heroin bald weltweit. Das Team von Bayer hatte eine Droge entdeckt, die ein noch höheres Suchtpotenzial besaß als Morphin. Entsprechend gut verkaufte es sich. Aber Eichengrün gab sich nicht zufrieden und führte heimlich weitere Tests mit Aspirin durch. Er konnte keine unerwünschten Nebenwirkungen feststellen. Deshalb brachte er ein paar Berliner Ärzte dazu, das Mittel heimlich ihren Patienten zu verabreichen. Es waren ein paar Allgemeinmediziner und ein Zahnarzt. Der Zahnarzt berichtete, dass er das Mittel einem Fieberpatienten gegeben hatte. Der Fieberpatient sagte, seine Zahnschmerzen hätten sich gebessert, nachdem er die Acetylsalicylsäure eingenommen hatte. Sie linderte seine Schmerzen. Damit hatte niemand gerechnet. Die ursprüngliche Salicylsäure wirkte fiebersenkend, aber sie hatte keine Auswirkungen auf Zahnschmerzen. Eichengrün hatte offensichtlich etwas Neues und sehr Wirkungsvolles entdeckt. Eichengrün überging Dreser und wandte sich direkt an den Leiter der Forschungsabteilung. Dieser bewilligte weitere Tests und 1899 wurde das neue Mittel verkauft. Aspirin gilt als erfolgreichstes Medikament der Welt. Jährlich werden mehr als 10 Milliarden Aspirin-Tabletten verkauft. Und alles nahm seinen Anfang mit einem industriellen Abfallprodukt, Steinkohlenteer. Die Pharmaindustrie war jetzt nicht mehr von Pflanzen abhängig. Einfache Modifikationen von Substanzen, die aus Steinkohlenteer gewonnen werden, haben wirksamere Medikamente hervorgebracht als die Natur. Mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein beschlossen Chemiker nun, Medikamente grundsätzlich neu zu entwickeln. Sie sollten einträglich sein und wenige Nebenwirkungen haben. Tatsächlich stießen sie auf eine ganz neue Welt von Wirkstoffen. Bei der Entwicklung von neuen synthetischen Wirkstoffen versuchte man zunächst,
die Nebenwirkungen der chirurgischen Anästhesie zu verringern. Ether ist ein Reizstoff und hat unangenehme Nebenwirkungen. Kurz darauf wurde Chloroform entdeckt, aber es gab zu viele Todesfälle. Also versuchte man, die Wirkstoffe anders zu verabreichen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Injektionsnadel erfunden. Sie sollte das Problem lösen helfen. Beim Inhalieren soll der Wirkstoff ins Gehirn gelangen. Wenn man ihn aber intravenös verabreicht, erreicht er das Gehirn noch schneller. 1869 experimentierte der deutsche Chemiker Oskar Liebreich mit einer Substanz namens Chloralhydrat, die bereits einige Jahre zuvor entdeckt wurde. Gibt man zu der Chemikalie eine Lauge, entsteht Chloroform. Liebreich nahm an, dass Chloralhydrat in die Blutbahn injiziert, im Körper zu Chloroform umgewandelt wird, da Blut leicht alkalisch ist. Dabei verließ er sich nicht auf vorangegangene Experimente, sondern auf die theoretische Chemie. Und als er Patienten Chloralhydrat injizierte, schliefen sie tatsächlich ein. Seine Idee war nicht abwegig, aber er lag trotzdem absolut falsch. Wenn man Chloralhydrat in die Blutbahn injiziert, entsteht kein Chloroform, sondern eine Form von Alkohol, der keine Schmerzen lindert. Liebreich war also nicht auf ein Schmerzmittel gestoßen, sondern auf ein Schlafmittel. Mit Chloralhydrat wachten Patienten während der Operation schreiend auf, aber erinnerten sich danach nicht mehr daran. Ein effektives Schlafmittel wäre wertvoll für die Chirurgie gewesen, aber Chloralhydrat hatte unangenehme Nebenwirkungen. Es verursacht Venenentzündungen und es wirkt sehr lange. Die Patienten waren lange Zeit extrem müde. Sie wachten nicht einfach mit klarem Kopf auf und gingen wieder zur Arbeit. Aber Chemiker entwickelten eine Form des Wirkstoffs, der als Tablette eingenommen werden kann. Und so erfand man die erste Schlaftablette. Bereits kurz nach der Markteinführung wurde sie von vielen konsumiert. Chloralhydrat machte bald negative Schlagzeilen. 1903 brachte ein Barbesitzer seine Angestellten dazu, Chloralhydrat in die Getränke seiner wohlhabenden Gäste zu mischen und sie anschließend zu berauben. Sein Name Mickey Finn ist heute ein Synonym für heimlich mit Drogen gemischte Drinks. Chloralhydrat war eins der ersten Medikamente, das von Beginn an für einen bestimmten Zweck entwickelt wurde. Das motivierte viele einfallsreiche Chemiker, mit ähnlichen Projekten Geld zu verdienen. Es war ein großer Ansporn und mit zunehmendem Wissen darüber, welche Stoffe eine sedierende Wirkung haben, stieg auch die Anzahl der neuen Präparate. Eins davon ist ein gleichwertiger und berüchtigter Nachfolger von Chloralhydrat. Die illegalen Einsatzmöglichkeiten schadeten dem Ruf von Chloralhydrat. Es folgte ein noch berüchtigteres Betäubungsmittel, Thiopental, auch bekannt als Wahrheitsdroge. Und das lasse ich mir jetzt verabreichen. Thiopental ist ein Barbiturat. Barbiturate waren in den 1950ern und 60ern beliebte Schlafmittel. Sie sind aber auch sehr gefährlich. Marilyn Monroe starb an einer Überdosis Barbiturate. Thiopental wirkt schneller als die meisten Barbiturate und ist ein gutes Narkosemittel. Aber es beeinflusst nicht die Schmerzwahrnehmung. Barbiturate verlangsamen die Botschaften, die übers Rückenmark ins Gehirn gelangen. Je mehr Barbiturate sich im Körper befinden, desto schwerer wird es für die Botenstoffe, den synaptischen Spalt zu überwinden. So wird der gesamte Gedankenprozess verlangsamt, bis man schließlich einschläft. Thiopental wirkt sehr schnell
Und genau das gefiel den Anästhesisten in den 1930ern. Aber die Wirkung von Thiopental setzt schrittweise ein. Diese Eigenschaft führte zu einer anderen, umstrittenen Einsatzmöglichkeit. Amerikanische Ärzte bemerkten, dass ihre Patienten im Dämmerzustand gesprächiger wurden und enthemmter. Und sie vergaßen danach, worüber sie gesprochen hatten. Deshalb setzte man Thiopental als Wahrheitsdroge bei Verhören ein. Ich versuche jetzt, die Falschbehauptung aufrechtzuerhalten, ich sei ein weltberühmter Herzchirurg. Ich bin beunruhigt. Thiopental ist nicht nur eine Wahrheitsdroge, sondern auch Bestandteil tödlicher Injektionen. Der Anästhesist wird während des Experiments meine Vitalzeichen im Auge behalten, um zu sehen, ob mein Körper Schmerzen empfindet. Er prüft, ob meine Herzfrequenz sich verändert, wenn er seine Knöchel gegen meine Brust presst. Unangenehm. Meine Herzfrequenz springt von 54 auf 64 Schläge pro Minute. Jetzt ist es Zeit, die Wirkung von Thiopental am eigenen Leib zu erproben. Das ist eine geringe Dosis. Ich spüre nichts. So schnell wirkt's nicht. Vermutlich spüre ich deshalb nichts. Jetzt spüre ich es. Wow. Oh, jeez. Yeah. That is like. Das geht runter wie Champagner. Jetzt versuche ich zu lügen. Ich bin ein weltberühmter Herzchirurg. Was war Ihre letzte Operation? Ein Bypass. Sie haben überlebt. Ich war der Hammer. Ich wiederhole den Schmerztest. Ist das unangenehm? Das tut weh. War eigentlich auch nicht. Der Schmerz ist mir egal. Meine Herzfrequenz steigt an. Mein Körper reagiert auf den Schmerz, aber mein Gehirn nicht. Sehr skurril. Ich habe es gerade so geschafft zu lügen, wenn auch wenig überzeugend. Aber was passiert, wenn die Dosis erhöht wird? Die genauen Auswirkungen der Droge sind nicht vorhersehbar. Fragen Sie mich was. What is your name? Name? Michael Mosley. Beruf? TV-Produzent, Executive Producer und Moderator. Alles zusammen. Kein Herzchirurg? Kein bisschen. None whatsoever. Ich bin zweifellos ein guter Journalist und ein lausiger Herzchirurg. Ich bin auch deshalb so schnell eingeknickt, weil ich einen überwältigenden Drang verspürte, die Wahrheit zu sagen. Es ist irgendwie befreiend. Das Seltsame ist, dass ich gar nicht lügen will. Ich fühle mich so sehr im Einklang mit der Welt. Ich will nicht behaupten, ich sei Herzchirurg, denn das bin ich nicht. Alles Weitere, was ich unter dem Einfluss der Droge gebeichtet habe, bleibt geheim. Selbst für mich, denn anschließend habe ich alles vergessen, was passiert ist. Habe ich schon gebeichtet? Erinnern Sie sich nicht, was Sie gesagt haben? Nein. Ich bin ziemlich müde. Ich sollte besser schlafen. Es ist leicht zu erkennen, warum Thiopental ein so beliebtes Narkosemittel ist. Nach einer einfachen Injektion schläft der Patient schnell ein.
Es war ein weiterer Triumph für die Chemie. Das Mittel hat genau die vorhergesehene Wirkung. Aber es ist nur dafür gemacht, die Menschen während einer Operation in Schlaf zu versetzen. Den Schmerz betäubt es nicht. Weil man zusätzlich schmerzhemmende Medikamente braucht, ist die Entwicklung neuer Schmerzmittel ein wichtiges Ziel der Pharmaindustrie. Heute können wir so ziemlich jede Molekularverbindung herstellen. Die Pharmaindustrie orientiert sich immer stärker in diese Richtung. Das klingt so einfach, aber es ist extrem schwierig. Chemiker kreieren neue Wirkstoffe praktisch noch immer auf dieselbe Weise wie vor 100 Jahren bei den Experimenten mit Steinkohlenteer. Sie fangen mit einfachen Molekülen an und setzen sie zu komplexeren zusammen. Trotzdem ist die Forschung heute etwas weiter. Die Grundlage der meisten Medikamente findet sich in solch einer Substanzbibliothek. Hier lagern über 3 Millionen verschiedene Stoffe. Mit diesem Angebot können Chemiker praktisch jede Molekülverbindung herstellen. Aber man muss weiterhin herausfinden, welche Substanz von Nutzen ist. Auf der Suche nach dem perfekten Schmerzmittel erforschte man ein ungewöhnliches Phänomen. Einige wenige Menschen haben eine angeborene Schmerzunempfindlichkeit. Früher wären sie vielleicht bei einer Freakshow gelandet, aber heute könnte die Erforschung dieser Störung zu einer neuen Generation von Schmerzmitteln führen. Wir wussten, wenn wir die Ursache der Schmerzunempfindlichkeit finden, können wir vielleicht ein Medikament entwickeln, das sie reproduziert. Also versuchte man herauszufinden, wieso diese Menschen keinen Schmerz empfinden, und kam zu folgendem Ergebnis. Ein Gendefekt verhindert, dass ihre Nerven Schmerzsignale weiterleiten. Bei diesen Menschen übertragen die Schmerzleitungen keine elektrischen Signale. Die Identifizierung des dafür verantwortlichen Gens führte die Forscher zu einem Protein, das offensichtlich für das Schmerzempfinden notwendig ist. Nachdem das Protein identifiziert war, erforschte man, ob es sich auch bei anderen Menschen vorübergehend blockieren lässt und mit ihm der Schmerz. Es besteht die Gefahr, dass ein molekularer Schlüssel nicht präzise genug ist und nicht nur das Schmerzempfinden beeinflusst, sondern auch lebenswichtige Proteine. Der Schlüssel muss sehr selektiv sein und darf keine anderen wichtigen Enzyme beeinflussen. Das Mittel muss wirken, darf aber nicht giftig sein. Stoffe, die auf den ersten Blick nur das ausschlaggebende Protein beeinflussen, werden jetzt langwierigen Tests unterzogen. Bisher sind die Ergebnisse vielversprechend und es besteht die Hoffnung, dass sie eine neue Ära der Schmerztherapie einläuten. Dieser neue Ansatz der Schmerzbehandlung gibt Millionen Menschen Hoffnung. Zwischen der Verwendung von Heilkräutern und maßgeschneiderten synthetischen Medikamenten liegen kaum 2 Jahrhunderte. Besessenheit, Not und glückliche sowie weniger glückliche Zufälle haben die Forschung vorangetrieben. Eins hat sich seitdem trotzdem nicht geändert. In den letzten Jahrhunderten haben wir viele Schmerzmittel entwickelt, darunter Narkosemittel oder Aspirin. Aber wenn ich große Schmerzen hätte, würde ich weiterhin das hier nehmen. Morphin. Es ist faszinierend. In den letzten 200 Jahren, seit Serturner zum ersten Mal Morphin isolierte, haben wir kein effektiveres Schmerzmittel entwickelt als diese außergewöhnliche Substanz.
Am Samstag, den 14. Dezember 1799, lag George Washington, der erste Präsident der USA, im Sterben. Kurz zuvor hatte er sich bei nasskaltem Wetter eine Kehlkopfentzündung zugezogen. Am Sonntagmorgen teilte er seiner Frau mit, er fühle sich sehr krank. Nur wenige Stunden später trafen seine Leibärzte ein. Es waren die führenden Ärzte des Landes. Sie stellten Vermutungen über den Auslöser der Krankheit an. Washingtons Körpersäfte könnten im Ungleichgewicht sein. Oder vielleicht hatte er ein Miasma eingeatmet, einen üblen Dunst. Seine Ärzte ließen ihm die damalige Standardbehandlung für Schwerkranke angedeihen. Mit einem Skalpell öffneten sie eine Vene und ließen ihn immer wieder zur Ader. Insgesamt verlor er dabei 2 Liter Blut. Bei Anbruch der Nacht war Washington stark geschwächt. Er sagte: "Ich erleide einen grausamen Tod, aber ich habe keine Angst." Dann starb der erste Präsident der USA. Vermutlich starb Washington an einem einfachen Infekt. Sowohl für Präsidenten als auch für einfache Leute waren Ende des 18. Jahrhunderts selbst die besten Behandlungsmethoden nicht viel mehr als Quacksalberei. Aber das sollte sich bald ändern. In Europa entwickelte man neue Theorien, die den Aberglauben des Mittelalters ablösen sollten. Ich erzähle Ihnen von der Entstehung und Entwicklung der modernen Medizin. Von Schmerzmitteln? Das ist schräg. Und Giften aus der Natur, die wir zu unserem Nutzen einsetzen. Gifte sind potenzielle Medizin. Und von dem Kampf gegen einen außergewöhnlichen Feind, der Jahrtausende lang sein Unwesen trieb. Infektionen verliefen oft tödlich, wie zum Beispiel das Kindbettfieber. Im Ersten Weltkrieg starben mehr Soldaten an einer Wundinfektion als an einer Schussverletzung. Ich zeige Ihnen, wie wir uns dagegen wehrten und Medizingeschichte schrieben. Hier findet man die Erreger der schlimmsten Plagen der Menschheit. Dieses Bakterium erzeugt die Pest. Es lässt das Gewebe absterben und den Infizierten bei lebendigem Leibe verfaulen. Im 14. Jahrhundert starb mindestens 1/4 der europäischen Bevölkerung am Schwarzen Tod. Tuberkelbazillen töten langsam und qualvoll. Sie verursachen unter anderem schwere Lungenabszesse. Der Dichter John Keats, Anne Bronte und Chopin starben an Tuberkulose. Und das ist Gangrän. Sie wird durch verschiedene bakterielle Infektionen verursacht, die man sich durch verunreinigte Projektile und Skalpelle zuziehen kann. Manche Bakterien müssen nicht erst über Wunden in den Organismus gelangen. Sie warten einfach auf ein Opfer. Wenn unsere Abwehrkräfte nachlassen, schlagen die Krankheitserreger zu, wie vermutlich auch bei George Washington. Aber seine Ärzte hätten jeden ausgelacht, der behauptet hätte, dass mikroskopisch kleine Lebensformen ihn ums Leben gebracht haben. Sie glaubten an Theorien, die noch aus der griechischen Antike stammten. Man dachte, Krankheiten entstünden durch ein Ungleichgewicht der Körpersäfte und Fieber durch zu viel Blutzucker, denn man errötet ja. Aber wie erkannten Wissenschaftler die eigentlichen Krankheitserreger, wie isolierten und bekämpften sie sie? In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erforschten 2 europäische Wissenschaftler einen neuen Erklärungsansatz. Die Keimtheorie besagte, dass unsichtbare Mikroben die Menschen krank machen.
Als der französische Chemiker Louis Pasteur verdorbenen Wein unter dem Mikroskop untersuchte, entdeckte er Mikroorganismen. Er nahm an, dass diese Mikroben den Wein umkippen ließen. '72 ging der deutsche Arzt Dr. Robert Koch noch einen Schritt weiter und versuchte zu beweisen, dass Bakterien auch ein Krankheitsauslöser bei Menschen und Tieren sind. Von einem befreundeten Metzger bekam Koch Innereien von einem Schaf, das an Milzbrand gestorben war. Der war unter Schafen im 19. Jahrhundert weit verbreitet. Nachdem er sich das infizierte Tiergewebe von dem Schlachter besorgt hatte, strich er eine Gewebeprobe auf eine Platte und betrachtete sie unter dem Mikroskop. Wir wissen, was er sah, denn er hat es aufgezeichnet. Das sind Originalskizzen. Die kleinen Teilchen sind Milzbrandbakterien. So weit, so gut. Aber dann musste er beweisen, dass die Bakterien die Tiere getötet hatten. Wie machte er das? Koch übertrug die Bakterien von der infizierten Milz und dem Schafsfleisch auf die Augen der Tiere. In dem gelatinösen Medium vermehrten sie sich schnell. Als sich eine ausreichende Menge gebildet hatte, infizierte er gezielt eine Maus mit den Bakterien aus dem Auge. Dann wartete er. Mit der Maus starb auch die Miasma-Theorie. Der uralte Aberglaube, üble Dünste seien die Ursache von Infektionen. Offensichtlich hatte kein Dunst die Maus getötet, sondern Bakterien. Die alte Miasma-Theorie hatte ausgedient und wurde durch die neue Keimtheorie ersetzt. Wenn schädliche Bakterien einen lebenden Organismus befallen, vermehren sie sich schnell und produzieren Gifte und Enzyme, die das umliegende Gewebe zerstören. Wenn die Abwehrkräfte des Körpers versagen, kann das zum Tod führen. Koch spielte eine wichtige Rolle bei der Erforschung von Krankheitserregern. Dank seiner Erkenntnisse änderte sich die Sichtweise und die Medizin bekam endlich Krankheiten in den Griff, denen sie seit Anbeginn der Menschheit nur wenig entgegenzusetzen hatte. Am Ende des 19. Jahrhunderts hatten Pasteur und Koch die Erreger von besonders schlimmen Krankheiten identifiziert. Von Anthrax über Typhus und Cholera bis zu Tuberkulose. Es gab aber noch kein Medikament, das zuverlässig und sicher gegen Infektionen half. Man fand es schließlich vollkommen unerwartet. Wirkungsvolle Mittel gegen Krankheitserreger wurden dringend benötigt. Denn Anfang des 20. Jahrhunderts wüteten noch immer Krankheiten, die man vielleicht eher mit dem Mittelalter in Verbindung bringen würde, wie zum Beispiel Syphilis. Jahrhundertelang behandelten Ärzte die Krankheit mit Quecksilber. Da es giftig ist, kostete die Behandlung viele Patienten das Leben. In diesem Haus in Frankfurt am Main suchte der Medizinstudent Paul Ehrlich nach einer wirkungsvollen und weniger gefährlichen Medizin gegen Syphilis. Es war keine leichte Aufgabe, aber glücklicherweise war er von dem Gedanken wie besessen. Paul Ehrlich studierte Anfang der 1870er. Aber er war öfter im Labor als in der Klinik, wo man ihn vermutet hätte. Er experimentierte unter anderem mit Farbstoffen. 1856 wurde der erste synthetische Farbstoff entdeckt, was für große Begeisterung sorgte. Während er mit seiner Lieblingsfarbe Methylenblau experimentierte, machte er eine Entdeckung, die für seine Arbeit bahnbrechend war. Ehrlich gelang es, Strukturen einzufärben, die man sonst unter dem Mikroskop nicht sieht. Durch das Einfärben werden physische Prozesse sichtbar.
Er verbrachte viel Zeit damit, biologische Gewebeproben einzufärben. Als Ehrlich einen Tropfen Methylenblau auf mit Bakterien infiziertes Gewebe gab, bemerkte er etwas Erstaunliches. Nur die Bakterien wurden eingefärbt und nicht das umliegende Gewebe. Man braucht den richtigen Farbstoff, um die Erreger zu finden. Dann erscheinen sie in prächtigen Farben. Dem selektiven Färben von Bakterien folgte die eigentlich bahnbrechende Arbeit von Ehrlich. Er wusste, dass einige Verbindungen giftig waren. Und er fragte sich, ob man ein selektives Gift herstellen könnte, das die Krankheitserreger tötet, nicht aber den Menschen. Er nannte das gesuchte Mittel nach dem Freischütz aus der deutschen Folklore magische Kugel. Und genau diese magischen Kugeln versuchen wir seitdem zu finden. Viele dachten, Ehrlich würde seine Zeit vergeuden. Aber er war davon überzeugt, dass eine magische Kugel existiert und dass er sie finden würde. Ursprünglich versuchte er, ein Heilmittel für die Schlafkrankheit zu finden. Aber mit der Unterstützung seines japanischen Assistenten Hata Sahajiro erforschte er schließlich einen Krankheitserreger, der in Deutschland stark verbreitet war. Seine Opfer waren schrecklich entstellt. Syphilis. Ehrlich vermutete, dass das Gift Arsen gegen Syphilis helfen könnte. Deutsche Chemiker hatten damals bereits hunderte Arsenverbindungen hergestellt. Und Ehrlich bat seinen Assistenten, systematisch zu testen, ob eine davon die gewünschte Wirkung hatte, also sicher und effektiv war. Hata gelang es, Kaninchen mit Syphilis zu infizieren. Dann machte er sich an die mühselige Aufgabe, eine Arsenverbindung nach der anderen auf ihre Wirksamkeit zu testen. Manche Verbindungen töteten sowohl die Bakterien als auch das Kaninchen. Andere zeigten gar keine Wirkung. Hata testete viele hundert Verbindungen, bis er eine fand, die besonders war. Präparat 606 tötete die Bakterien, aber das Kaninchen blieb am Leben. Er hatte die magische Kugel gefunden. Salvarsan 606 bewies, dass man das Wundermittel finden konnte, wenn man systematisch nach ihm sucht. In diesem Fall hat es sich gelohnt, 606 Präparate zu testen. Hier wurde vor 100 Jahren durch Glück, Verstand und Beharrlichkeit ein Heilmittel für Syphilis entdeckt. Eine Krankheit, die viele Millionen Menschen das Leben gekostet hat. In den 1920ern war Salvarsan das beliebteste Medikament, besonders bei Männern. Aber Ehrlichs Hoffnung, dieser magischen Kugel würden weitere folgen, bestätigte sich nicht. Selbst Infektionen, die durch kleine Verletzungen hervorgerufen wurden, ließen sich nicht zuverlässig heilen. Infektionen verliefen oft tödlich, wie zum Beispiel das Kindbettfieber. Auf den Infektionsstationen lagen unzählige hoffnungslose Patienten, die eines qualvollen Todes starben. Manche hatten schwere chronische Infektionen, die sich über Wochen hinzogen. Unter ihrem Bett standen Töpfe, die den Eiter aus den Abszessen und infizierten Wunden auffingen. Die einzige Behandlungsmöglichkeit bestand darin, die Wunde vom Eiter zu säubern. Der Körper sondert Eiter ab, wenn die weißen Blutkörperchen unseres Immunsystems eindringende Bakterien bekämpfen. Aber Eiter ist auch ein idealer Nährboden für Bakterien und damit ein ständiger Infektionsherd. Durch das Ablassen des Eiters versuchte man zu verhindern, dass die Infektion das Blut erreichte. Sobald das passierte, sanken die Überlebenschancen gegen null.
Die Hälfte derjenigen, die auf Infektionsstationen eingeliefert wurden, starb dort. Aber dank eines Zufalls sollte sich das bald ändern. 1928 wurde Penicillin entdeckt. Meistens lernt man in der Schule, Alexander Fleming hätte Penicillin entdeckt. Das stimmt aber nicht ganz. Der Schotte Alexander Fleming bekam als guter Student ein Stipendium für die St. Mary's Medical School, wo er sein Wissen weiter vergrößerte. Er blieb an der Schule, weil er ein guter Schütze war und er für das Schützenteam gebraucht wurde. Wenn Fleming nicht trainierte, verbrachte er viel Zeit im Labor und studierte Staphylokokken, Bakterien, die sich häufig auf der Haut befinden. Im August 1928 fuhr er in den Urlaub. Als er zurückkam, untersuchte er Petrischalen, in denen er Bakterien züchtete. Und er fand etwas Seltsames. Einen Schimmelpilz. Das ist die ursprüngliche Pilzkultur. Hier ist der Schimmelpilz. Und in seiner Umgebung ist der Staphylococcus conil verschwunden. Gewöhnlich bilden Bakterien vor der Teilung neue Zellwände. Aber der Schimmelpilz sondert eine Substanz ab, die das Wachstum neuer Zellwände hemmt. Die Bakterien können sich nicht mehr teilen und platzen schließlich wie ein Luftballon. Vermutlich wurden die Penicillinsporen aus einem benachbarten Labor hineingeweht, in dem Pilze erforscht wurden. Aber im Gegensatz zu dem, was die meisten denken, hat Fleming seiner bemerkenswerten Entdeckung nicht die angemessene Beachtung geschenkt. Er hat nicht gemerkt, was er entdeckt hat. Er machte nur einen kurzen Vermerk, dass der Pilz vielleicht in Infektionsherde injiziert werden könnte. Aber er selbst hat das weder ausprobiert noch weiter erforscht. Er war ein aufmerksamer Beobachter, aber kein Genie, wie es oft dargestellt wird. Außerdem war er kein guter Redner und konnte andere nur schlecht begeistern. Deshalb blieb die Entdeckung des wirksamen und lebensrettenden Schimmelpilzes viele Jahre ohne weitere Beachtung. Erst 1938 entdeckten Forscher hier an der Dunn School of Pathology in Oxford Penicillin wieder und entwickelten so das Medikament, das bisher unzählige Menschenleben rettete. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs stand bevor, 20 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Im Ersten Weltkrieg starben mehr Soldaten an einer Wundinfektion als an einer Schussverletzung. Deutsche Wissenschaftler hatten bereits die antibakteriellen Eigenschaften von Sulfonamiden entdeckt. Da zweifellos weiteres Blutvergießen bevorstand, versuchte ein kleines Team in Oxford, ein britisches Antiseptikum zu entwickeln. Das Team war auf Flemings Aufzeichnung gestoßen und durch Zufall fand man auch noch eine Probe von dem Penicillinpilz. Das Team bestand aus drei Männern. Das ist das Büro des Leiters Howard Florey. Florey war ein fähiger Teamleiter und Entwickler von Experimenten. Er stellte ein Spezialistenteam zusammen. Er engagierte zwei sehr unterschiedliche Assistenten. Als Sohn eines jüdischen Chemiefabrikanten war Ernst Chain vor den Nazis geflohen. Norman Heatley war ein Matrose aus Suffolk. Chain hatte in Berlin studiert und promoviert und war ein erstklassiger Biochemiker.
Heatley war Spezialist für Miniaturtechniken und sehr gut darin, Ausrüstung aus Holzteilen und Gummischläuchen zu basteln. 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus. Die ersten Soldaten mit Infektionen erhöhten den Druck auf das Team in Oxford. Aber der Schimmelpilz ließ sich schwer züchten und noch schwieriger war es, den Penicillin-Wirkstoff zu gewinnen. Im Gegensatz zu Fleming gelang es Florys Team, die antibiotisch wirksamen Substanzen zu extrahieren und an Bakterien zu testen. Sie mussten die Wirksamkeit nur noch an einem Lebewesen erproben. Im Februar 1941 dachte man, man hätte genug von dem neuen Medikament, um es erstmals an Menschen zu testen. In einem Krankenhaus, das in der Nähe lag, kämpfte ein Mann ums Überleben. 5 Monate zuvor hatte er einen Unfall gehabt. Albert Alexander, ein 43-jähriger Polizist, hatte sich an einer Rose im Gesicht verletzt. Zumindest wird das berichtet. Auf jeden Fall zog er sich über eine kleinere Wunde eine gefährliche Infektion zu. Alexander wurde auf die berüchtigte Infektionsstation eingewiesen. Das ist Albert Alexander als gesunder junger Mann. Und das ist er im Krankenhaus. Er hat sein linkes Auge verloren, ist übersät von Abszessen und seine Lunge ist voller Flüssigkeit. Hier leitet man den Eiter aus seinem Auge. Seine einzige Hoffnung war Penicillin. Am 11. Februar 1941 erhielt Alexander die erste Dosis. In den nächsten Tagen beobachteten Flory und sein Team erste Anzeichen einer Besserung. Er erholte sich bemerkenswert schnell. Sein Fieber sank, er begann zu essen und stand sogar auf. Ihm ging es viel besser. Offensichtlich wirkte das Penicillin. Das war fantastisch, aber leider hatten sie nicht genug. Schließlich versuchten sie sogar aus seinem Urin das vom Körper ungenutzte Penicillin zu gewinnen, aber es war zu wenig und es war zu spät. Einen Monat später starb Albert Alexander. Der Tod von Alexander war tragisch, aber seine zeitweilige Besserung ließ darauf schließen, dass Penicillin das gesuchte Wundermittel war. Doch man hatte die Sorge, es könnte den Deutschen in die Hände fallen. Im Juli 1941 erreichten Flory und Heatley New York mit dem Penicillinpilz im Gepäck. Das Rockefeller-Institut stellte den Kontakt zu den größten chemischen Unternehmen des Landes her. Im Gegensatz zu den britischen Kollegen erkannte man schnell das pharmazeutische Potenzial. Viele Kriegsverletzte bekamen tödliche Infektionen, bei denen Penicillin helfen würde. Die Frage war, ob man rechtzeitig genug davon produzieren konnte. Es gab 3 Probleme zu lösen. Erstens brauchte man einen guten Nährboden für den Schimmelpilz. Zweitens einen wirksameren Stamm. Und schließlich musste der Gewinnungsprozess verbessert werden. Das erste Problem wurde bald gelöst, denn es stellte sich heraus, dass der Schimmelpilz gut auf Maissirup wuchs. Er ist süß und klebrig und glücklicherweise gibt es in den USA reichlich Maissirup. Die anderen beiden Probleme waren schwieriger zu lösen. Der Pilz, den sie verwendeten, war der Originalstamm von Fleming. Aber vielleicht gab es noch wirksamere Pilze, mit denen sie noch mehr Penicillin produzieren konnten. Sie begannen sich international auf die Suche zu machen.
Schimmelproben aus aller Welt wurden mit Militärtransporten in die US-Labore eingeflogen. Wissenschaftler testeten sie rund um die Uhr, aber keine Probe hatte die gewünschte Wirkung. Vielleicht gab es doch keinen wirksameren Schimmelpilz. Und dann kam die Wende. Man sagt, die Laborantin Mary Hunt, die für das US-Landwirtschaftsministerium arbeitete, sei über den Markt gegangen, wie so oft, nicht um nach frischen Früchten Ausschau zu halten, sondern nach verdorbenen. Dabei stieß sie auf eine verschimmelte Melone. Man testete den Schimmel und stellte fest, dass er eine hervorragende Penicillinquelle war. Er war so ergiebig, dass er eine Weile die Basis für fast alle Penicillinsorten darstellte. Aber trotz der Verbesserungen war der Produktionsprozess so unausgereift, dass bis 1943 nur genug Penicillin gewonnen werden konnte, um wenige Menschen zu behandeln. Man verwendete große Flaschen. Weil man nur eine Schimmelpilzschicht züchten konnte, war die Ausbeute minimal. Und der Bedarf an Penicillin war so hoch wie nie zuvor. Die Landung in der Normandie, das größte amphibische Landungsmanöver, stand unmittelbar bevor und es würde extrem viele Verletzte geben. Penicillin war für das US-Militär fast so wichtig wie die Atombombe. Die kleine Chemiefirma Pfizer mit Sitz in diesem Gebäude in Brooklyn war auch beteiligt. Heute ist die Firma vor allem für das Potenzmittel Viagra bekannt. Damals produzierten sie Zitronensäure für Getränke. Man hatte festgestellt, dass es sehr ineffizient ist, den penicillinhaltigen Pilz nur auf der Oberfläche zu züchten. Es ist besser, wenn er in der gesamten Flüssigkeit wächst. Aber dafür braucht er Sauerstoff, also kam man auf eine Idee. Sauerstoff wurde durch einen Schlauch hineingepumpt. Aber es durfte nicht zu viel sein und nicht zu wenig. Die richtige Menge war entscheidend. Es gab keine Garantie, dass die Technik funktionierte. Aber die Firma ging das Risiko ein. Weil die Zeit so knapp war, mussten sie eine alte Eisfabrik in Brooklyn umbauen, einen Heizkessel aus Indiana leihen und einen Fahrstuhl aus Long Island. Bis zum D-Day waren es nur noch 2 Monate. Sie bauten 14 riesige Gärbehälter. Dann gaben sie Maissirup in die Tanks, den Melonenschimmelpilz und leiteten den Sauerstoff ein. Das Ergebnis war spektakulär. Sie produzierten 5-mal so viel Penicillin wie geplant. Bis zur Invasion gab es genug Penicillin für alle und das meiste wurde hier in der Pfizer-Fabrik in Brooklyn produziert. Right here in the Pfizer plant in Brooklyn. Das beeinflusste den Ausgang des Zweiten Weltkriegs. Es gab praktisch keine Alliierten mehr, die wegen einer infizierten Wunde lange Zeit im Krankenhaus lagen. Viele kämpften ein paar Wochen später wieder an der Front. Anderen half es, einst tödliche Wunden zu überleben. Tausende Männer können zurück zu ihren Familien. Ein Triumph der Wissenschaft über den Tod. Das gab den Menschen Grund zur Hoffnung. Diese Bilder zeigen ein Mädchen, das dem Tode nahe war. Ein paar Tage später war es wieder wohlauf. Dornenstiche führten nicht mehr zu einem grausamen Tod. Die zufällige Beobachtung von Fleming war der Anfang. Aber erst Florey und das Oxford-Team stellten aus dem Schimmelpilz ein zuverlässiges und wirksames Medikament her. Die Arbeit von Florey, Chain und Heatley sorgte für den größten medizinischen Fortschritt des 20. Jahrhunderts.
Dank ihrer Arbeit haben wir eine neue Sicht auf die Behandlung von Infektionskrankheiten. Penicillin läutete ein neues Zeitalter der Medizin ein. In den folgenden Jahren wurden weitere Antibiotika entwickelt, die bis dahin unheilbare Krankheiten heilbar machten. Bevor es Antibiotika gab, konnte ein gesunder, junger Mensch innerhalb einer Woche an einer Erkältung sterben. Zum ersten Mal schien man die Ausbreitung von Krankheitserregern in den Griff zu bekommen. Aber so spektakulär die antibakterielle Wirkung von Antibiotika auch ist, gegen Viren sind sie machtlos. Und Viren stellen eine noch größere Herausforderung dar. Vor 100 Jahren kannte man keine Viren, aber in den 1930ern machte man sie mit dem neu entwickelten Elektronenmikroskop sichtbar. Viren sind bis zu 100 Mal kleiner als Bakterien und sehr viel einfacher aufgebaut. Sie bestehen aus Genmaterial, umgeben von einer Eiweißhülle. Sie besitzen keinen eigenen Stoffwechsel und können sich nicht selbstständig vermehren. Deshalb müssen sie eine lebende Tier-, Pflanzen- oder Bakterienzelle so manipulieren, dass sie weitere Viren produziert. Für viele sind Viren keine Lebewesen, aber sie sind trotzdem gefährlich. Das Grippevirus ist ein echter Verwandlungskünstler. Es weicht dem Zugriff des Immunsystems ständig aus, indem es immer wieder mutiert. Dieser spezielle Virenstamm hatte ähnlich verheerende Auswirkungen wie die Pest. Zwischen 1918 und 1920 sind schätzungsweise 50 Millionen Menschen durch die spanische Grippe ums Leben gekommen. Das entspricht etwa der Anzahl der Kriegstoten im Zweiten Weltkrieg. Das Poliovirus kann Nervenzellen angreifen, besonders die von jungen Menschen. Weil schwerkranke Poliopatienten zeitweilig unter Atemlähmung leiden, setzte man eiserne Lungen als Atemhilfe ein. Doch es gibt ein Virus, das mehr Menschen getötet hat als alle anderen. Ihm fielen japanische Kaiser und europäische Könige zum Opfer. Und es löschte große Teile der aztekischen Bevölkerung aus und brachte ihr Reich zu Fall. Es ist verantwortlich für den grausamen Tod von mindestens 300 Millionen Menschen, alleine im 20. Jahrhundert. Die Rede ist von den Pocken. Die Pocken gibt es schon mindestens 3.500 Jahre. Es ist die schlimmste Seuche der Menschheitsgeschichte. Die Todesrate liegt bei rund 30%. Das Pockenvirus wird in einem Hochsicherheitslabor aufbewahrt. Ich darf nicht weitergehen als bis hier. Und wenn man bedenkt, wie schrecklich die Krankheit ist, bin ich da auch nicht scharf drauf. Das Virus wird durch die Luft übertragen. Wer sich ansteckte, war bald schrecklich entstellt und litt fürchterliche Schmerzen. Zunächst bilden sich Bläschen und später ist der ganze Körper überzogen mit Pusteln. Besonders im Gesicht und auf Armen und Beinen. Sie sind auch im Mund und auf der Zunge. Die Erkrankten haben Probleme beim Trinken und man kann praktisch nichts gegen die Schmerzen tun. Antibiotika sind gegen Viren wirkungslos und wenn die Krankheit ausgebrochen ist, gibt es kein Heilmittel mehr. Heute kann man sich nicht mehr auf natürlichem Weg mit Pocken anstecken, weil es die erste vom Menschen ausgerottete Krankheit ist.
Aber wie wird man eine derartige Plage los? 1966 beschloss die WHO, eine Sondereinheit einzurichten, die die Aufgabe hatte, die Pocken innerhalb von 10 Jahren vollständig auszurotten. Aber das Projekt wäre beinahe nicht realisiert worden. Der Antrag bekam nur eine Mehrheit von 2 Stimmen. Das Team wurde von dem Epidemiologen Donald Henderson geleitet. Selbst er hatte seine Zweifel. Theoretisch schien es möglich, die Krankheit in vielen Ländern oder sogar weltweit einzudämmen. Aber konnte man wirklich eine Krankheit, die so weit verbreitet ist, vollständig auslöschen? Konnte man alle Menschen der Erde impfen? Viele Wissenschaftler hielten die praktischen Probleme für zu groß und die Idee für eine nicht umsetzbare Utopie. Viele glauben, man muss alle Menschen impfen. Aber das stimmt nicht. Da Pocken nur von Mensch zu Mensch übertragen werden, suchte man die Orte auf, an denen Pockenfälle auftraten, und impfte die Menschen im Umfeld der Erkrankten. So bildeten sich Immunblockaden gegen das Virus und es konnte sich nicht mehr verbreiten. Das Team von Henderson reiste zu den entlegensten Orten der Welt, um Pockenopfer zu finden, bevor sich das Virus weiter ausbreiten konnte. Jede Pockenmeldung wird belohnt, um die Forscher zu unterstützen. Henderson musste eng mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten. Es entwickelte sich ein starker Gemeinsinn. Insgesamt arbeiteten fast 800 Menschen aus unterschiedlichen Ländern an dem Projekt. Sie ließen alles stehen und liegen und arbeiteten getrennt von ihren Familien an den entlegensten Orten. Ich hatte eine Truppe, die aus lauter echten Helden bestand. Mitte der 1970er war der Sieg zum Greifen nah. Aber ein großer Ausbruch hätte die ganze Arbeit wieder zunichte machen können. Im Oktober 1977 meldete das Team ein Pockenopfer in der somalischen Hafenstadt Mercer. Der 23-jährige Ali Marlin hatte sich dort mit der Krankheit infiziert. Er wurde sofort unter Quarantäne gestellt und jeder, der seit dem Ausbruch der Krankheit mit ihm in Kontakt gekommen war, wurde ausfindig gemacht und geimpft. Dann wartete man auf neue Krankheitsfälle, aber es gab keine. Ali Marlin war der letzte Mensch, der sich auf natürliche Weise mit den Pocken ansteckte, und er überlebte. Nach 10 Jahren hatte Henderson mit seinem Team das Ziel erreicht. Die Ausrottung der Pocken war ein großer Triumph. Wir bekamen Preise und Ehrungen. Das Projekt stellte einen Wendepunkt internationaler Zusammenarbeit dar. Wir hatten uns ein Ziel und eine Deadline gesetzt und waren damit erfolgreich. Die Ausrottung der Pocken ist eine der größten Leistungen der Menschheit. Viel bedeutender als die Mondlandung oder Kernspaltung. Es ist ein großer Triumph der Wissenschaft und der internationalen Zusammenarbeit. Doch obwohl die Krankheit ausgerottet wurde, existiert das Virus noch. Nur die US-Gesundheitsbehörde und ihr russisches Pendant haben die Erlaubnis der WHO, Pockenviren zu lagern. Falls es zurückkehrt, sind wir vorbereitet. Aber es besteht die Sorge, dass das Virus in die falschen Hände gerät und als biologische Waffe missbraucht werden könnte.
Henderson ist überzeugt, dass wir bereits genug über das Virus erfahren haben, um einen möglichen Ausbruch zu bekämpfen. Das Risiko, etwas so Gefährliches aufzubewahren, ist einfach zu groß. Ich fordere schon lange die Vernichtung des Virus. Unabhängig von der Diskussion über die endgültige Vernichtung, war die Ausrottung der Pocken ein bedeutsamer Augenblick. Sie ermöglichte die flächendeckende Immunisierung mit anderen Impfstoffen, was zu dem sogenannten Zeitalter der Impfung führte. Prävention durch Impfung ist sehr effektiv. Wir entwickeln immer bessere Impfstoffe gegen Krankheiten wie Hepatitis C, humane Papillomviren, Masern oder Polio. Früher waren Impfstoffe noch nicht allgemein verfügbar und die Kindersterblichkeit war sehr hoch. Heute impft man Kinder gegen viele Krankheiten. Die Lebenserwartung steigt, Infektionen gehen zurück, aber wir müssen wachsam bleiben. Als George Washington 1799 starb, lag die Lebenserwartung in vielen westlichen Ländern bei rund 35 Jahren. Heute ist sie mehr als doppelt so hoch. In den letzten 200 Jahren haben Forschergeist, Beharrlichkeit und ein Quäntchen Glück zur Entdeckung mikrobiotischer Krankheitserreger geführt und dann zur Entwicklung von Antibiotika und Impfstoffen, die sie bekämpfen. Bakterien und Viren sind eine immer geringer werdende Gefahr für uns Menschen, im Augenblick. Die Kindersterblichkeit hat stark abgenommen. Aber es ist zu früh, um von einem Sieg über die Krankheiten zu sprechen. Die Weltbevölkerung nimmt zu und die Mobilität auch. Dadurch ist das Risiko von Pandemien größer als je zuvor. Neue Krankheitserreger aus dem tropischen Regenwald oder hämorrhagisches Fieber wie Ebola und Marburg aus Afrika könnten sich ausbreiten. Das würde großen Schaden anrichten. Und es besteht die Gefahr, dass ein Grippevirus auf gefährliche Weise mutiert. Viren entwickeln sich, könnten von Tieren auf den Menschen übergehen. Und es könnte etwas Ähnliches wie die spanische Grippe entstehen. Gleichzeitig verwandeln antibiotikaresistente Bakterienstämme unsere magischen Kugeln in Platzpatronen. Das ist eines der größten Probleme der modernen Medizin. Manche glauben, dass uns das in mittelalterliche Zustände zurückversetzen könnte und dass Operationen, Geburten und sogar kleine Verletzungen wieder häufiger zu einem qualvollen Tod führen könnten. Ich glaube das nicht. Wir wissen viel und lernen ständig dazu. Wissenschaftler sequenzieren die DNA von Krankheitserregern, registrieren und beobachten gefährliche Krankheitsfälle und suchen nach neuen Therapien. In den letzten 200 Jahren haben wir viel gelernt und sind gegen neue Angriffe der Mikroben gewappnet. Das ist Walton Hall in Yorkshire. Im Jahr 1835 lebte hier ein reicher und recht exzentrischer Gentleman. Man sah ihn oft barfuß über das Grundstück laufen, in Begleitung eines Esels. Dieses ziemlich merkwürdige Paar war Teil eines außergewöhnlichen Experiments im 19. Jahrhundert.
Das Experiment lieferte wichtige Erkenntnisse für die Medizin und Chirurgie. Und es sollte unser Verständnis von Giftstoffen verändern. Viele interessante Persönlichkeiten haben in den vergangenen zwei Jahrhunderten Medikamente entwickelt, die gegen Schmerzen und Infektionskrankheiten wirken und uns vor dem Tod schützen. Durch ihre Anstrengungen wurden Stoffe mit erstaunlicher Wirkung entdeckt, erforscht und industriell produziert. Wir decken den Ausgangsstoff vieler Medikamente auf. Gift. Damit hätten Sie nicht gerechnet. Dazu gehören die gefährlichsten Substanzen überhaupt. Ein paar Kilo davon könnten die Erdbevölkerung töten. Ob natürliche Gifte oder vom Menschen produzierte, diese Geschichte erzählt von Gier, Tragödien, Hoffnung und Chancen. Dass die Erforschung von Insekten eine Krebstherapie hervorbringt, ist für mich ein Wunder der Wissenschaft. Wie weit können wir gehen, um Nutzen aus Giften zu ziehen? Alle Medikamente sind giftig und wir sollten alle Gifte potenziell als Medikamente sehen. Wir zeigen, wie tödliche Stoffe zu Heilmitteln wurden. Menschen kamen durch Gift ums Leben, sei es durch Mord, Hinrichtung oder Selbstmord. Doch bis zum 19. Jahrhundert wusste man erstaunlich wenig über ihre Wirkweise. Das änderte unter anderem Charles Waterton, der exotische Gutsherr von Walton Hall. Er galt als sehr exzentrisch. Er versteckte sich unter Tischen und biss seine Gäste während des Essens in die Beine. Er war hypermobil und konnte sich mit den Zehen hinterm Ohr kratzen. Er kletterte noch mit mehr als 80 Jahren auf Bäume. Das ist außergewöhnlich. Doch Waterton war nicht nur exzentrisch, sondern auch sehr wissbegierig. Er reiste um die Welt und sammelte Exotisches und Ungewöhnliches. Und nicht nur, um es wissenschaftlich auszuwerten. Ein Zollbeamter erzürnte ihn, der Zusatzgebühren für seine aus Guyana eingeführten Proben verlangte. Er präparierte das Hinterteil eines Brüllaffen, damit es so aussah wie das Gesicht dieses Beamten. Das ist womöglich die perfekte Beleidigung. Waterton verbrachte knapp 20 Jahre im Amazonasgebiet, wo er sich mit einem Indianerstamm anfreundete, den Makushi. Waterton interessierte sich insbesondere für ein gut gehütetes Geheimnis. Ein Gift, mit dem man Tiere tötete und mit dem sich die Indianer auch gegenseitig umbrachten. Sie gaben ihm die Rezeptur. Einige Zutaten sind sehr interessant. Die Giftzähne der Labari-Schlange oder auch schwarze Ameisen, deren Stich Fieber hervorruft. Die Hauptzutat ist jedoch eine Lianenart, die in dieser Wildnis wächst und Wurali genannt wird. Auch das Gift ist nach ihr benannt. Sie ist die Hauptzutat. Die Pflanze wurde später als Strychnos toxifera identifiziert, die Brechnuss. Heute kennt man ihr Gift unter dem Namen Curare. Diese Dinge brachte Waterton vor 200 Jahren nach England mit. Eine Schale, um Zutaten zu mischen, und Giftpfeile. Das schwarze Zeug ist das Gift. Curare. Auch nach so langer Zeit wirkt es noch. Ich fasse es daher lieber nicht an.
Waterton brachte Curare mit, weil es die Europäer faszinierte. Niemand sonst hatte Zugang zu großen Mengen. Es reichte nie für größere Experimente. Zurück in England wandten sich der Tierarzt William Sewell und der Chirurg Benjamin Brodie an Waterton. Sie wollten wissen, wie Curare-Opfer starben. Brodie hatte das Gift zwar schon an Kleintieren getestet, aber das reichte ihm nicht mehr. Also probierten sie es mit einem Esel. Sie injizierten dem Tier genug Curare, um es zu töten. Als es kollabierte und zu atmen aufhörte, setzten sie einen Luftröhrenschnitt. Man nimmt ein Messer und schneidet die Luftröhre auf. Dann führten sie einen Blasebalg ein und pumpten. Sie wussten nicht wirklich, was sie taten und wie lange sie den Balg benutzen mussten. Nach etwa 2 Stunden kam der Esel zu sich und starrte sie an. Sie stoppten. Das Tier kollabierte erneut, also pumpten sie weiter. Sie versorgten den Esel 4 Stunden mit Sauerstoff, bis, wie Waterton in seinem Notizbuch schrieb, die Beatmung das Tier vor dem Tod bewahrte. Es stand auf und lief ohne große Irritation oder Schmerzen davon. Waterton, Sewell, Brodie und natürlich der Esel hatten etwas Bemerkenswertes entdeckt, das unerwartete und weitreichende Folgen haben sollte. Sie zeigten, dass nur bestimmte Muskeln auf Curare reagierten. Dazu gehören die des Bewegungs- und Atemapparats. Andere Muskeln, insbesondere der Herzmuskel, waren nicht betroffen. Solange man seinen Patienten beatmet, kann er also überleben. Curare ist ein Muskelrelaxanz. Die quergestreifte Muskulatur funktioniert nicht mehr, inklusive der Atemmuskulatur. Die 3 Wissenschaftler hatten bewiesen, dass man einen Patienten am Leben erhalten kann, während Curare seinen Körper lähmt. Im frühen 19. Jahrhundert konnte diese Entdeckung nicht gleich praktisch angewandt werden. Doch 100 Jahre später sollte sie die Chirurgie verändern. Mitte des 20. Jahrhunderts spritzte sich der Forscher Fred Prescott reines Curare. Er wollte beweisen, dass die Anwendung als Muskelrelaxanz während einer Operation sicher ist. Seit den 1950er Jahren bekommen die meisten Menschen bei Operationen Curare oder eines der heutigen Nachfolgemedikamente. Der Esel verbrachte sein Leben in Walton Hall. Charles Waterton schrieb in seinen Tagebüchern, er soll Schutz finden vor den Winterwinden und im Sommer auf den saftigsten Weiden grasen. Er findet hier ein friedliches Lebensende. Der Esel lebte noch weitere 25 Jahre. Als er 1839 starb, wurde ein Nachruf in der Zeitung gedruckt, der seinen Platz in der Medizinforschung hervorhob. Im viktorianischen England boomte der Handel mit Lebensversicherungen. Dadurch stieg die Zahl der Morde aus Geldgier. Häufig wurde Arsen verwendet. Arsen ist eine gute Mordwaffe. Es wird nicht wieder ausgeschieden. Je mehr man zu sich nimmt, desto mehr lagert sich im Körper ab. Man konnte es leicht mit dem Essen verabreichen. Dann schien es, als wäre es ein natürlicher Tod. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren Gifte geheimnisvolle und tödliche Zutaten, ideal für Mord oder Selbstmord. In der Mitte des Jahrhunderts nahm das Wissen über die Wirkweise der Stoffe zu. Von den gesetzlichen und professionellen Einschränkungen abgesehen, begann eine neue Ära wissenschaftlicher Entdeckungen.
Das ist Belladonna, die schwarze Tollkirsche. Und die hier reicht aus, um mich umzubringen. Im Italienischen bedeutet Belladonna schöne Frau. Früher haben Frauen mit dem Saft der Pflanze ihre Pupillen erweitert, um attraktiver zu wirken. Im 19. Jahrhundert gelang es, den Wirkstoff der schwarzen Tollkirsche zu isolieren. Er heißt Atropin und Augenärzte begannen, ihn bei Untersuchungen zu nutzen. Ich benutze gleich ein modernes Folgemedikament. Schauen wir mal, was geschieht. Das brennt. In den vergangenen Minuten hat meine Sehschärfe in diesem Auge abgenommen. Man sieht, diese Pupille ist viel größer als die andere. Aber sehe ich auch besser aus? Große Pupillen wirken attraktiver, weil sie sich weiten, wenn man sich von seinem Gegenüber sexuell angezogen fühlt. Ich behaupte also, ich finde dich gerade sehr attraktiv. Und deshalb findest du mich sehr attraktiv. Wenig später fanden sich Gifte in den Medikamentenschränken aller Ärzte. Heute wird Atropin zum Beispiel bei bestimmten Herzkrankheiten verschrieben. Oder als Gegenmittel bei Vergiftungen durch Insektizide. Während des 19. Jahrhunderts suchten Forscher meist nach Wegen, um Gifte effektiver und wirksamer zu machen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es eine Wende zum Negativen. Der Erste Weltkrieg brach aus. 17 Millionen Menschen starben oder wurden vermisst. Es war die Hölle auf Erden. Und sie wurde durch die Produkte der Chemieindustrie noch verschlimmert. Im Juli 1917 berichteten Truppen im belgischen Ypern von einem seltsam pfeffrigen Geruch und von einer golden glänzenden Wolke, die über dem Boden waberte. Binnen 24 Stunden juckten ihre Körper. Sie bekamen schmerzende Blasen und entzündete, unheilbare Wunden. Wer die Luft zu tief eingeatmet hatte, spuckte Blut. Die Truppen waren mit Senfgas vergiftet worden. Das waren damals die besten Gasmasken. Aber gegen Senfgas, auch Lost genannt, konnten sie nichts ausrichten. Das Gas wird nämlich auch über die Haut aufgenommen. Selbst komplett bekleidet war man nicht vollständig geschützt. Sie rangen nach Luft, husteten, erstickten. Der Tod kam manchmal über einen Zeitraum von 6 schrecklichen Wochen. Senfgas war nicht das erste Giftgas, aber es gehörte zu mehreren Gasen, die das Kaiser-Wilhelm-Institut unter der Leitung von Fritz Haber waffenfähig machte. Fritz Haber war Professor an der Technischen Hochschule Karlsruhe und mit der Chemikerin Clara Immerwahr verheiratet. Haber gewann später den Chemie-Nobelpreis. Er spielte allerdings auch eine wichtige Rolle bei der Herstellung chemischer Waffen. Er nötigte das deutsche Militär, der Wissenschaft eine Chance zu geben. Er lieferte Sprengstoffe und chemische Waffen und überwachte deren ersten Einsatz an der Westfront. Für ihn war es eine effektive Art der Kriegsführung, nicht unmenschlicher als andere auch. Tod sei schließlich Tod, egal wie er sich verbreitete. His wife, Clara,
Seine Frau Clara flehte ihn an, die Arbeit an den Giftgasen zu beenden. Er beschimpfte sie daraufhin öffentlich als Verräterin. Giftgase waren schreckliche, aber sehr effektive neue Waffen. Sie verletzten und töteten nicht nur, sie verbreiteten auf dem Schlachtfeld Schrecken sondergleichen. Beim ersten Angriff in Yuphang gab es 5.000 bis 10.000 Todesopfer und viele Verletzte. Haber und das deutsche Militär waren begeistert. Haber warb weiterhin enthusiastisch für die Nutzung von Giftgas. Und seine Kollegen sollten noch schlimmere Nervengase entwickeln. Auch deshalb wird der Erste Weltkrieg Krieg der Chemiker genannt. Doch die Geschichte des Senfgases geht weiter. Zwanzig Jahre später, im Zweiten Weltkrieg, begannen Forscher der medizinischen Fakultät der Universität Yale nach Gegengiften für Senfgas zu forschen. Sie befürchteten, dass auch diesmal wieder Gase eingesetzt würden. Doch sie entdeckten etwas, das sie in einen völlig anderen Kampf führte. Zwei der Ärzte waren Louis Goodman und Alfred Gilman. Die Ärzte analysierten die Krankenakten von Soldaten, die im Ersten Weltkrieg mit Senfgas in Kontakt kamen. Sie fanden heraus, dass die Soldaten nur wenige weiße Blutkörperchen besaßen. Diese zufällige Entdeckung führte zu einer völlig neuen Behandlungsmethode für eine der häufigsten Todesursachen, Krebs. Krebs entsteht, wenn die DNA der Zellen mutiert. Die genetischen Veränderungen fördern entweder übermäßiges Zellwachstum oder sie entfernen die Schutzmechanismen, die die Zellteilung begrenzen. In beiden Fällen teilen sich die Zellen unkontrollierbar. Eine für Mutationen besonders anfällige Zellart sind Leukozyten oder weiße Blutkörperchen. Goodman und Gilman vermuteten, falls Senfgas normale weiße Blutkörperchen angreift, dann vielleicht auch bösartige. Sie wollten weiter forschen. Nach erfolgreichen Tierversuchen wollten sie ihre Theorie an einem Probanden mit Blutkrebs testen. Sie fanden einen Patienten mit Krebs im fortgeschrittenen Stadium, der als JD bekannt wurde. Dies ist JDs Krankenakte, die fast 70 Jahre als verloren galt. Ich bin der Erste außerhalb der medizinischen Fakultät, der Zugang bekommt. Sie erzählt eine faszinierende und ergreifende Geschichte. JD war ein polnischer Immigrant Mitte 40, ein Metallarbeiter. Sein Krebs hatte gestreut und er hatte einen riesigen Tumor am Kiefer. Als er das erste Mal kam, konnte er wegen des Tumors nicht schlucken. Er konnte nicht schlafen, er konnte seine Arme nicht über der Brust verschränken, weil die vom Krebs betroffenen Lymphknoten unter seinen Armen so dick waren. Am ganzen Körper und Gesicht saßen Tumore. Er litt enorm. Seine Ärzte hatten alles versucht, aber sie hatten die Hoffnung aufgegeben. Sie besprachen den Fall und kamen zu dem Schluss, mit der aktuellen Therapie hat der Patient keinerlei Aussicht auf Heilung. Da er keine anderen Optionen hatte, ließ sich JD auf die experimentelle Therapie ein, die auf tödlichem Senfgas basierte. In den Aufzeichnungen steht, er bekam am 27. August 1942 um 10 Uhr morgens die erste Injektion. Sie nannten es synthetisches Antilymphom-Medikament, aber es war Stickstofflost. Wegen des Krieges wurde JDs Behandlung geheim gehalten. In den Aufzeichnungen konnte man Stickstofflost nicht als solches bezeichnen. Es wurde Wirkstoff X genannt.
X um 16.30 Uhr verabreicht und um 9.30 Uhr am nächsten Morgen. Er wurde mehrmals mit Stickstofflost behandelt. Und jedes Mal ging es ihm etwas besser. Er konnte wieder schlafen, er konnte schlucken und essen und fühlte sich besser. Die Schmerzen waren nur noch minimal. Er war begeistert. Die Wirkweise von Stickstofflost war damals noch nicht erforscht. Es bindet sich an die DNA sich teilender Zellen. Sie zerstören sich daraufhin selbst. Statt sich zu teilen, sterben die Zellen ab und lösen sich auf. So sollte der Krebs zerstört werden. Es war das erste Mal, dass Krebs mit einem Medikament behandelt wurde. Es war ein unglaublicher Durchbruch in der Geschichte der Medizin. Der Beginn der Chemotherapie. Seltsam ist jedoch der Gedanke, dass ihr Ursprung in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs liegt. Alle später entwickelten Krebsmedikamente nutzen im Grunde die gleiche Wirkweise. Sie greifen lebende Zellen an. Die richtige Dosis greift den Krebs an, ohne den Patienten umzubringen. Und noch heute werden einige Krebsarten mit Stickstofflost behandelt. Doch Krebs ist hartnäckig. Noch immer stehen die Chancen für Patienten mit einem fortgeschrittenen Krebsleiden schlecht. Für JD kam die Behandlung zu spät. Er lebte noch einige Monate. Dann starb er. JD, der weltweit erste Chemotherapie-Patient, überlebte gut 3 Monate. Am 1. Dezember 1942 gibt es nur einen Eintrag. Gestorben. JD starb friedlich. Und er konnte nicht ahnen, welche Folgen sein Leben und Tod haben würde. Seine Geschichte bewegt mich. Sehr sogar. Ich glaube, dass er ein trauriger Mensch mit nur wenigen Freunden und einer schrecklichen Krankheit war. Und er hat einen unglaublichen Beitrag zur Behandlung von Krebs geleistet. Dafür müssen wir dankbar sein. Doch gleichzeitig fühlen wir mit ihm. Durch Chemotherapien und das Konzept aus Giften Medikamente herzustellen, stellte sich prinzipiell die Frage, was ist giftig? Wie entscheidet man, welche Stoffe giftig sind und welche nicht? Immerhin wusste man schon seit Jahrhunderten, der Begriff giftig ist relativ. Alle Stoffe sind giftig, kein einziger ist nicht giftig. Das sagte Arzt und Alchemist Paracelsus im 16. Jahrhundert. Er führte fort, die Dosis bestimmt, ob ein Stoff giftig ist oder nicht. In den 1950ern entwickelten Forscher aus einigen Giften wirksame Medikamente. Natürliche Pflanzengifte wie Curare wurden in der Chirurgie angewandt und synthetische Gifte wie Stickstofflost in der Krebstherapie. Sie waren nur Teil eines Booms von neuen pharmazeutischen Produkten. Doch bei dem Rennen um größtmöglichen Profit übersahen die Behörden, dass Gifte zwar Medikamente, aber Medikamente auch Gifte sein können. Es war nur eine Frage der Zeit, bis etwas schief ging. Auch das deutsche Unternehmen Chemie Grünenthal war Teil dieses Medikamentenbooms. Die Mitarbeiter wollten finanziell erfolgreiche Produkte entwickeln. Ein neuer Stoff schien ihnen besonders vielversprechend.
Die Struktur des Medikaments ähnelte Barbituraten, also Medikamenten, die bei Schlafstörungen eingenommen wurden. Das Unternehmen verteilte es an Ärzte, die es an ihren Patienten testen sollten. Das neue Medikament war ein Erfolg und wurde bald als wirksam bei Schlafstörungen, Husten, Erkältung und Kopfschmerzen beworben. Erstaunlicherweise war es ein Beruhigungsmittel, das auch bei Schwangerschaftsübelkeit wirkte. Es wurde ursprünglich unter den Namen Contergan und Distaval verkauft. Ab 1960 wurde das Medikament in ganz Europa, Südamerika, Afrika, Kanada und Australien vertrieben. Zur gleichen Zeit kamen vermehrt Neugeborene mit missgebildeten oder fehlenden Gliedmaßen und Organen auf die Welt. Zunächst nur wenige, doch die Zahl stieg. Das war besorgniserregend. Etwas stimmte nicht. Das Problem war, die Ärzte wussten nicht, was. Einige traumatische Jahre vergingen, ehe man auf die Ursache stieß. Ein australischer Arzt richtete seinen Fokus nicht auf die Kinder, sondern auf die Mütter. Die Frauen hatten alle eines gemeinsam. Sie litten am Anfang ihrer Schwangerschaft unter Übelkeit. Alle hatten Distaval bzw. Contergan eingenommen, das mittlerweile unter seinem generischen Namen Thalidomid bekannt ist. Man schätzt, dass aufgrund des Medikaments etwa 10.000 Kinder schwerbehindert geboren wurden. Die Hälfte starb im Kindesalter. In den USA war die Situation eine völlig andere. 1960, ein Jahr bevor der Zusammenhang zwischen Thalidomid und den Missbildungen erkannt wurde, begann Frances Kelsey bei der Arzneimittelzulassungsbehörde FDA zu arbeiten. Sie sollte einen Antrag für ein thalidomidhaltiges Medikament überprüfen. Das Mittel wurde weltweit verkauft und noch war nicht bekannt, dass es für die Fehlbildungen verantwortlich war. Eigentlich hätte es eine Proforma-Genehmigung sein müssen, doch für Kelsey wies der Antrag Mängel auf. Sie war sehr gut ausgebildet, als Pharmakologin und Ärztin. Und als sie den Antrag sah, war sie entsetzt. Ihr erschien eher wie ein Empfehlungsschreiben und nicht wie solide klinische Forschung. Sie antwortete, dass der Antrag so nicht akzeptiert werden könne und bat um weitere Ergebnisse. Ein nächster Antrag ging bei der FDA ein. Doch auch die neuen Zahlen überzeugten Kelsey nicht. Trotz des zunehmenden Drucks des Herstellers, Merrill, lehnte sie es erneut ab, Thalidomid zuzulassen. Die FDA und Merrill hatten regen Austausch. Das Unternehmen war verärgert und drohte, sich nicht nur an ihren Vorgesetzten zu wenden, den Chef der Gesundheitsbehörde, sondern auch an den Leiter der FDA. Aber Kelsey blieb standhaft, als Wissenschaftlerin und als Angestellte einer Behörde, die verpflichtet ist, Gesetze einzuhalten. Und das Gesetz schrieb vor, dass ein Medikament sicher sein muss. Sie ließ sich nicht vom Weg abbringen. Kelsey lehnte die Zulassung von Thalidomid mehrfach ab. Als 1961 dann die Hintergründe an die Öffentlichkeit drangen, war den Amerikanern bewusst, dass auch sie fast Teil dieser weltweiten Tragödie geworden wären. John F. Kennedy ehrte Frances Kelsey für ihre herausragende Arbeit. Thalidomid wurde weltweit vom Markt genommen. Dass es überhaupt über einen so langen Zeitraum zu der Tragödie kommen konnte, zeigt, noch vor 50 Jahren hatten viele Regierungen nur wenig Kontrolle über die Zulassung von Medikamenten. Die Arsenverordnung und weitere Gesetze hatten in England den Einsatz bekannter Medikamente und chemischer Stoffe reguliert. Doch neue Stoffe fielen nicht unter die Bestimmungen.
Nach dem Contergan-Skandal wurden nicht nur in England neue Gesetze verabschiedet. Neue Medikamente mussten sicher sein, wirkungsvoll, und Ärzte mussten ihren Patienten sagen, falls sie in der Erprobungsphase waren. Zuvor konnten Ärzte ihren Patienten jegliche Medikamente verschreiben, mussten sie aber nicht informieren. Heute müssen Pharmakonzerne etliche klinische Studien durchführen, bis sie ein neues Medikament auf den Markt bringen dürfen. Sie müssen beweisen, dass es sicher ist und die gewünschte Wirkung erzielt. Das kann sich über Jahre hinziehen und Milliarden kosten. Doch nur durch diese flächendeckenden Tests findet man heraus, ob ein Medikament schwerwiegende gefährliche Nebenwirkungen hat. Allen Herausforderungen und strengeren Vorschriften zum Trotz macht die medizinische Forschung Fortschritte. Während die einen noch mit natürlichen oder synthetischen Giften arbeiten, stoßen andere in die gefährliche Welt der Mikroben vor. Obwohl sie mikroskopisch klein sind, können Mikroben sehr starke Gifte produzieren. Das Stärkste haben Forscher gereinigt und nutzbar gemacht. Es ist das Produkt des Bakteriums Clostridium botulinum. Botulinumtoxin ist die giftigste dem Menschen bekannte Substanz. Einige Teelöffel könnten die gesamte englische Bevölkerung umbringen. Und ein paar Kilo würden die gesamte Weltbevölkerung auslöschen. Das ist nur Zucker. Aber hier habe ich Botulinumtoxin, bekannt als Botox. Es sind nur ein paar Nanogramm, aber sie sind sehr gefährlich. Bakterien produzieren das Gift, das erstmals im 18. Jahrhundert in mangelhaft zubereiteten Würsten entdeckt wurde. Es wurde nach dem lateinischen Begriff für Wurst benannt, Botulus. Auf der LD50-Skala liegt Botox bei nur 0,000001 Milligramm pro Kilo. Es ist das gefährlichste bekannte Gift. Eine für mich tödliche Dosis wiegt weniger als ein Kubikmillimeter Luft. Wie Curare ist Botulinumtoxin tödlich, weil es die Atmung lähmt. Doch hier hilft kein Blasebalg, um jemanden am Leben zu erhalten. Die Wirkung von Botox hält viel länger an. Opfer müssten Wochen oder gar Monate lang beatmet werden. Botox hemmt die Erregungsübertragung von Nervenzellen auf Muskeln. Botox ist ein Enzym, das in den Nerv eindringt und wichtige Proteine zerstört. Dadurch werden keine Impulse mehr von Nerven auf Muskeln übertragen. Nur wenn sich neue Nervenenden bilden, funktionieren auch die Muskeln wieder. Bis dahin können Monate vergehen. Botox ist ein Nervengift. Es zerstört also Nerven. Manchmal ist das medizinisch sinnvoll. Beim Schielen, bei Migräne oder bei übermäßigem Schwitzen und Inkontinenz. Doch hauptsächlich werden mit Botox Falten geglättet. Die Nerven, die für die Mimik zuständig sind, werden zerstört. Nicht jeder mag das gutheißen, aber Botox sorgt für Riesenumsätze. Ein Kilo kostet mehr als 1 Billion Euro. Damit ist Botox die weltweit teuerste Substanz. Mit neuen Medikamenten kann unglaublich viel Geld umgesetzt werden. Kein Wunder also, dass weiter geforscht wird. Nachdem es am Anfang um exotische Gifte aus Pflanzenextrakten ging, wie Curare, schließt sich nun der Kreis. Forscher interessieren sich nicht nur für Mikroorganismen, sondern auch für natürliche Killer. Tiere, die umherkrabbeln, kriechen und gleiten.
In diesem Raum befinden sich mehr als 250 Schlangen, Spinnen, Skorpione und andere Gifttiere. Ihre Gifte haben sich über Jahrmillionen entwickelt und sind völlig unterschiedlich. Man hofft, mittels der Tiere wichtige Forschungsergebnisse zu erzielen. Eine der größten medizinischen Herausforderungen ist noch immer Krebs, insbesondere Gehirntumore. Die Behandlung von Hirntumoren ist oft schwierig. Strahlen und Chemotherapie können gesundes Gewebe verletzen. Falls der Tumor operiert werden kann, ist das gut. Aber manchmal ähneln sich gesundes Gewebe und der Tumor. Chirurgen stehen vor der Frage, wie viel Gewebe sie entfernen sollen. Wenn man auf einem Bild einen Tumor von 2 cm Durchmesser sieht, wissen wir, dass sich noch einige Zentimeter davon entfernt Tumorzellen befinden. Um alle zu entfernen, müsste man das gesamte Gewebe um den Tumor entfernen. Aber der Großteil ist gesundes Gehirngewebe. Gesunde Gehirnmasse zu entfernen, kann den Unterschied zwischen gehen oder nicht gehen bedeuten, sehen oder blind sein, reden oder stumm sein. Es ist also wichtig, krankes Gewebe genau zu bestimmen. Und dabei helfen womöglich die Gifttiere. Das ist Liurus quinquestriatus, der gelbe Mittelmeerskorpion, ein besonders giftiger Skorpion. Ein einziger Stich würde ein Kind oder einen älteren Menschen wohl töten. Mich wahrscheinlich nicht, auch wenn ich schlimme Schmerzen hätte. Das Gift des Skorpions enthält einen starken Cocktail an Nervengiften, also Stoffe, die Gehirn und Nervenzellen schädigen. Eines heißt Chlorotoxin. Chlorotoxin wirkt auf das Nervensystem von Insekten und lähmt sie. Seine Wirkung auf menschliches Gewebe ist jedoch eine völlig andere. Es reagiert vor allem mit Krebszellen. Der Stoff band sich schnell an den Tumor. Und diese Verbindung blieb sehr stabil. Chlorotoxine aus dem Skorpiongift binden sich an Rezeptoren auf der Oberfläche der Krebszellen, Annexin A2 genannt. Leider ist das Gift nicht stark genug, um die Krebszellen zu zerstören. Doch wenn man es mit einem fluoreszierenden Farbstoff versetzt, bringt es die Krebszellen zum Leuchten. So können Chirurgen vermeiden, gesundes Gewebe zu entfernen. Es kann schwierig sein, nur mit dem Auge Tumor und normales Gehirngewebe zu unterscheiden. Es gibt keinen sichtbaren Unterschied und fühlt sich gleich an. Mit Hilfe des Farbstoffs Krebszellen zu erkennen und zu entfernen, ist eine Chance. Im OP würden wir unser bildgebendes System auf Infrarotlicht umstellen und uns das Ganze anschauen. Die blauen Areale sind Tumore. Man kann also mikroskopisch kleine Tumore erkennen. Die Forschung ist vielversprechend und das Gift könnte auch bei der Behandlung anderer Krankheiten helfen. Es war ein langer Entwicklungsprozess mit vielen Umwegen. Aber ich freue mich auf die zukünftige Arbeit mit diesem Verfahren. Es scheint wirklich sehr vielversprechend zu sein. Tiere produzieren unterschiedlichste Gifte und viele haben erstaunliche Eigenschaften. Aus Schlangengift wurden neuartige Blutdrucksenker entwickelt. Und die giftige Kegelschnecke produziert eines der stärksten Schmerzmittel der Welt. Welche neuen Medikamente diese Tiere wohl noch in sich tragen? Gifte sind für Forscher sehr interessant, weil sie meist gezielt wirken.
Man kann sie zielgerichtet einsetzen. Das passt zu einer weiteren aktuellen Entwicklung in der Medizin. Sie beschäftigt sich ebenfalls mit spezifischen Wirkweisen, diesmal aber auf der genetischen Ebene. Die Medizin entdeckt das Individuum. Jedem Menschen das gleiche Medikament zu geben, ist ein Problem, da wir alle unterschiedlich sind. Ein Medikament, das bei mir wirkt, mag bei anderen versagen. Wann also werden wirklich individuelle Medikamente hergestellt? Als wir die Gensequenzen von mehreren Personen analysiert haben, entdeckten wir, sie waren alle leicht unterschiedlich. Das führt zu feinen Unterschieden in der Art, wie Zellen auf Medikamente reagieren. Wir wollen diese Informationen nutzen, um Therapien für Einzelpersonen maßzuschneidern. In Ansätzen machen wir das schon heute. Wir können die für den Krebs des Patienten maßgeblichen Genabschnitte untersuchen. Das kostet etwa so viel wie viele Scans für Krebspatienten oder so viel wie ein Pathologe, der sich unter dem Mikroskop Gewebeproben anschaut. Ich glaube, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren immer mehr Kliniken diesen genetischen Therapieansatz anwenden. Individualisierte Medizin wird der nächste große Schritt in einem Prozess sein, der im frühen 19. Jahrhundert begann. Seit damals hat sich die Medizin grundlegend verändert. Wir rechnen nicht mehr damit, als junge Menschen zu sterben, sondern durch Alterskrankheiten wie Krebs. Gerade bei dieser Krankheit wurde mit Giften viel erreicht. Sogar das tödliche Arsen wird heute in Krebsmedikamenten verwendet. Dank der Pioniere der Medizin beherrschen wir heute Schmerzen. Infektionen bedeuten kein Todesurteil mehr. Und Ärzte nutzen viele Gifte in ihrem beruflichen Alltag. Vor 200 Jahren gab es nur wenige wirksame Behandlungsmethoden. Heute sprechen Ärzte über individualisierte Medikamente. Wir sind schon weit gekommen, doch der Weg ist noch lange nicht zu Ende.